So, dann noch mal kurz ein kleines Video, was ich so mache, wie ich meine Tiere fütter. Also erstmal wegen Wassertest, da mache ich den von Tropic Marine, den pH und den KH. Das messe ich so, ja, so alle 14 Tage oder mal so zwischendurch und mache dann so alle 3 Monate, versuche ich zu Triton einen Wassertest zu schicken. Den letzten habe ich jetzt erst gemacht, der war wunderbar, war jetzt im grünen Bereich. Wegen Futter, da fütter ich einmal die Woche Artemias, zweimal die Woche Müsis, täglich Nori-Algen, also wirklich täglich, fast manchmal sogar zweimal am Tag hänge ich das in den Magnet. Dann füttere ich noch Spirulina, da habe ich ja einen Futterautomat. Dann von Söll das Dr. Basler habe ich jetzt mal bestellt, probiere ich. Plankton pur, gehen sie nicht wirklich so dran und da haben die auch Bock drauf. Dann mache ich einmal die Woche, füttere ich die kleinen Korallen, Coral Food for Ocean Population Nutrition. Ja, weil die Doktorfische, wenn andere Doktorfische sind ja Veganer, ne? Also Vegetarier, also die brauchen extrem viel Grünkram. Und dann gebe ich denen noch einmal die Woche eine Salatgurke oder zweimal die Woche nicht eine Salatgurke rein und ab und an mal Banane. Wobei jetzt nicht so viele Bananen mehr wachsen. Und deswegen habe ich das ja schon länger nicht mehr gemacht. Ach, was ich noch ab und zu mal mache, ist, ich schmeiß einfach schon mal so, das ist jetzt kein Fischfutter. So richtig ist. Das ist auch Nori-Algen, wenn man das sehen kann. Die schmeiße ich schon mal ab und zu mal einfach in Becken für die kleinen Einsiedlerkrebse. Das sieht so aus. Die sind unbehandelt, bzw. nur getrocknet. Das ist auch so. Nimmst du hier einfach und dann hier einfach hier so zack rein und dann fallen die irgendwann zu Boden und die halt die Einsiedler und die Doktorfische, die schnappen sich halt auch, da sieht man ja, die fressen das schon, ne? Okay, das war's schon eigentlich schon wieder. Ciao!